Herzlich willkommen aus Bayern. Bavaria, der Hauptstadt von Bayern, Freistaat Bayern, drittgrößte Stadt Deutschlands, München. So, ich bin hier beim Karlsplatz und hier der sogenannte Stachus, so wird das hier im Volksmund genannt, in der Hauptstadt München mit 1,5 Millionen Einwohnern. So, hier haben wir die St. Michael-Kirche, eine Kirche aus der Renaissancezeit, wo wir auch die Wittelsbacher Gruft haben. Und man sieht da hinten schon die Kirchtürme von der Frauenkirche der Münchner. Die Frauenkirche natürlich die charakteristischen Türme und ja, die prägende Silhouette der Hauptstadt. So, hier sieht man nochmal Michaelkirche und hier ist das Hürmer, ein Einkaufszentrum, ein Kleidungsgeschäft, Kultstatus hier auf dieser Hauptstraße in München, die Haupteinkaufsstraße zumindest, was Fußgängerzone betrifft, ist das hier schon eine der großen Dinger. Ich bin beeindruckt von dieser Gotik. Die Münchner Frauenkirche, das ist ja auch gleichzeitig der Münchner Dom, eine wirklich riesige, monumentale Kirche mit zwei riesigen Kirchtürmen. Für mich das erste Mal in München im Alpenvorland, sehr spannend. Im Innenhof des Münchner Rathauses, man muss sagen, das neue Rathaus, das alte soll hier in der Nähe sein und man sieht die Neogotik hier. Angelehnt ist das Ganze an die Rathäuser von Brüssel oder auch von Wien. Das Ganze sieht man auch schön. Brüssel-Video ist ja natürlich schon online hier. Der Marienplatz in München, hier gibt es seit ja, über einem Jahrzehnt die große Zeremonie des FC Bayern München. Hier wird immer die Meisterschaft gefeiert. Mal sehen, wie lange das Ganze sich noch hält. Nichtsdestotrotz kann man sagen, das ist schon eine große Sehenswürdigkeit und ein touristischer Ankerpunkt. Eines der spektakulärsten und größten Rathauskomplexe, die ich in Deutschland so gesehen habe. Das muss ich neidlos hier anerkennen. Aha, seht ihr da hinten den weißen Turm? Das ist das alte Rathaus von München. Naja, Platzmangel hat es halt dann hier einen neuen Bau, hat einen Neubau einfach herbeigeführt. Marienplatz ist das Ganze. Unten fährt die U-Bahn, unten fährt die S-Bahn. Das ist St. Peter, gilt als älteste Pfarrkirche von München. Alles ist hier ziemlich katholisch. Bayern ist ja generell als katholische Hochburg so bekannt in Deutschland. Auch ein sehr feiner Ort. Und die Mariensäule hier nochmal zelebriert vor dem Münchner Rathaus. Wow, wirklich ein spektakulärer Ort. Hier sieht man nochmal rechts das alte Rathaus. Turm St. Peter und dann haben wir doch mal dort die Heilige Geistkirche. Eine auch wahrhaft interessante Kirche von innen. Alles hier sehr barock gestaltet. Die meisten zumindest im Innenbereich. Und das hier ist der Viktualienmarkt. Gilt so als der Markt, ist im Endeffekt der Einkaufsmarkt hier in München. Auch Kultstatus. Irgendwie hat fast alles hier Kultstatus. Man kennt das auch, obwohl ich hier noch nie war. So. Das ist bayerische Tradition, auch bayerisches Kulturgut. Der Maibaum. Schön, dass der hier auch noch mal standhaft gerade auf dem Viktualienmarkt aufgebaut wurde. Wirklich schön. Hier kriegst du alles. Frische Leberkäse, alles Semmel. Das hier ist das Isar-Tor. Ich bin jetzt hier ein bisschen hinuntergerannt, weil gegangen Richtung Isar. Isar-Tor ist das Stadttor. Und hier fließt sie. Die Isar, das ist der zentrale Fluss, der durch München fließt. Ein Fluss, ich auch zum ersten Mal in meinem Leben sehe. Und hier haben wir die Museumsinsel, nicht zu wechseln mit der Berliner Museumsinsel. Hier haben wir das Deutsche Museum. Gilt als das größte, eines der absolut größten Museen, die wir hier in der Bundesrepublik auf jeden Fall haben. Das Deutsche Museum ist ein riesiges Museum, was sich ja, Wissenschaft und Technik zu Herzen nimmt. Und da haben wir unseren alten Kanzler, Reichskanzler Otto von Bismarck, ein großer Mann. Ein weiteres Stadttor hier in München. Es gibt hier und da noch ein paar Stadttore. Viel von der Stadtmauer haben wir nicht mehr, aber ansonsten auch hier und da schöne Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen. Das hier ist eine davon. Dahinten haben wir die Assamkirche. Die ist leider in so einem eingezäunten Gewand heuer, aber muss unbedingt reingehen. Die Gebrüder Assam, große Künstler. Mein Tipp. Ich bin jetzt hier im Alten Hof. Der alte Hof hier in München, das gilt als die mittelalterliche Keimzelle, kann man sagen. Und das war früher der Regierungssitz von den Herzogtum von Bayern und auch teilweise Kaiserresidenz zu Ludwig, dem Bayern. Naja, wo die Wittelsbacher gewirkt haben, auch das Hofbräuhaus. Hier wurde damals zu der Regierungszeit als einziger Ort Bier gebraut.
Aus dem 16. Jahrhundert stammt das ganze Komplex und hat damals Monopolstatus gemacht. Starkbier und Weißbier wurden hier im Hofbräuhaus gebraut. Große deutsche Biertradition. Das hier, meine Freunde, was so jugendstilartig gebaut wurde. Und hier einmal das Museum der fünf Kontinente und zur Linken größer. Das ist das der Regierungssitz von Oberbayern. So ist es. Korrekt. Wow. Hier haben wir König Maximilian von Bayern, der große Regent in Bayern. Alles sehr Wittelsbacher-mäßig hier geprägt. Und das ist die berühmt-berüchtigte Maximilianstraße. Sie gilt als eine große Prachtmeile. Das soll dann da hinten alles zeremoniell stattfinden. Ich zähle es mal hier weiter. Dann haben wir doch auch evangelische Kirchen hier. Die St. Lukas-Kirche ist die lutherische Kirche hier in der Innenstadt. Und auch die darf sich nicht verstecken, muss sich nicht schämen. Das ist ein Prachtbau. Erinnert mich ein bisschen an eine Kirche, die mir so in Mainz in den Augen schwebt. Aber wirklich grandios. Die Isar, die fließt ja hier schon fast wie in Mülheim an der Ruhr. Die Ruhr in wasserfallmäßiger Formation. Ja, krass. Hätte ich nicht erwartet. Das Maximilianeum. Das ist der Bayerische Landtag. Und ja, kann man sagen, sozusagen das Wohnzimmer von Markus Söder aktuell. Ja, der Landtag von Bayern im Endeffekt. Hier wird regiert. Muss man auch gesehen haben und musste ich ja mal auf Video festhalten, ganz klar. Die Isar ist ja wirklich ein wilder Fluss, also hätte ich gar nicht erwartet. Man dachte ein kleinerer Fluss, aber hier sehr stromatisch. Und das ist auch München. Ruhige Fußgängerpassagen, Unterführungen. Interessant. Am helllichten Tag zur Mittagszeit ist hier nichts los. Spannender Ort unter der Maximilianstraße, unter einer großen Kreuzung. Das ist sie, die Prachtmeile. Also hier kannst du alles kaufen, was du benötigst für einen modernen Lebensstil. Schickimicki, Luxus, das haben wir hier ja in Genüge. Kann man sagen, vergleichbar mit der Königsallee in Düsseldorf, ist das in München so die Maximilianstraße, definitiv. Krasse Marken hier. Wir haben dann hier die Münze und dann das Nationaltheater, klassizistische Bauart. Ich weiß nicht, was dieser scheiß Bühnen hier überall soll. Überall ist irgendwas abgezäunt, ärgert mich ein wenig, stört meinen Vibe, aber München ist klasse. Ich bin jetzt hier im Gelände von der Residenz bereits. Die Wittelsbacher haben nicht ihr ganzes Leben lang im alten Hof da regiert, sondern hatten hier eine prachtvolle Residenz, so wie es sich gehört. Und das hier so ein Innenhof. Theatinachkirche, krasser Barock, schöne gelbe Farbe und links die Feldherrnhalle. Bekannt natürlich durch den Hitler-Ludendorff-Putsch 1923. Der Marsch auf die Feldherrnhalle, der missglückte Marsch, muss man sagen, von Hitler. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er diesen Ort damals richtig erreicht hätte. Und naja, wir können nur spekulieren. Aber ein besonderer, ikonischer Ort und hier geht es in die Residenz. Man sieht die Theatinerkirche noch in ihrer gelben Pracht und das ist die Residenz von München, so wie es sich gehört. Also Leo von Klenze kann man als Namen sicherlich merken und auch der sogenannte Herr Gärtner. Das sind große Baukünstler, Architekten, die hier in München sich schön verwirklicht haben. Und ich danke diesen beiden Herrschaften dafür, dass sie mir diesen wunderbaren Ort hier hinterlassen haben. Die wunderbare Landeshauptstadt München im Freistaat Bayern mit 1,5 Millionen Einwohnern hinter Berlin und Hamburg, die drittgrößte Stadt. Und das ist der Diana-Tempel im Hofgarten in der Residenz von München. Auch das freut mich zu sehen. Ja, ich bin jetzt hier stolziert durch die Stadt. Es ist eine wunderbare Stadt. Jetzt bin ich in so einem Museumskomplex. Wir haben das Ägyptische Museum und die alte Pinakothek. Neue Pinakothek ist hier noch, Glypkothek. Alles, was für den Kunstinteressierten auch nochmal von Bedeutung ist. München lohnt sich definitiv. Ich habe München auf diese Art und Weise noch nie gesehen und ich freue mich, das hier zu feiern. Danke.